Das erste Mal, dass ich gespielt habe, da haben mir auch immer diese Erkennungspfeile irgendwie gefehlt, dass wir zum nächsten Screen kommen. So, da ist ein Shop, aber wir haben keine Kohle, das heißt, es wird uns nichts bringen. Okay. Können wir trotzdem, ist da irgendwas drin, was wir mitgehen lassen können? Ah. Okay, dann gehen wir da einfach. Kostet alles Geld da drin. So. Warte, da. Eine Tür. Eine Schenke, genau. Okay, öffne Tür. Gehe zu, gehe rein. Oh Gott, hat die dicke Hupen. Valkyren. Guck dir das mal an, die sind größer als der Kopf von ihm hier. So, kannst du mal mit dem reden. Wen haben wir denn da? Wir haben einen Zwerg, wir haben Barkeeper, wir haben die Valkyren, einen armen Idioten und noch einen Depp. Hm. Und eine Fruit Machine. Was ist denn eine Fruit Machine? Kennst du diese Dinger nicht? Das sind diese Slot Machines. Ach so, oh Gott, nein. Fruit Machine. Esse Fruit Machine. Das verbietet mir mein Diätplan. Oh, okay. Gut, dann benutze. Ist ja nicht dünn genug, nein. Ich hab keine Groschen. Aber da liegt doch irgendwas oben drauf, oder nicht? Oder sehe ich das verkehrt? Ach, Streichhölzer. Oh Gott. Streichhölzer ganz wichtig in ganz vielen Spielen. Benutzt man, um Feuer zu machen. Nein, glaube ich nicht. Man kann sie sich auch in die Nase stecken. Okay, gut. Oder in die Augenlider, um wach zu bleiben. Oder man spielt damit Walross. So, rede mit Barkeeper. Guten Morgen, Barkeeper. Guten Morgen, Junge. Weißt du, wo Kalypso hingegangen ist? Nee, aber dann haut der alte Kerl einfach ab, ohne jemandem was zu sagen. Magische Zutaten sammeln, sagt er. Wer weiß, welche Krankheit ihn befallen könnte. Besonders, wo dieser Sordid hier rumläuft. Sordid? Was weißt du denn über Sordid? Was weißt du über Sordid? Geht so. Er wohnt oben in den Craggy-Bergen und bleibt gewöhnlich allein. Doch er hat meinen Umsatz verzehnfacht. Er wohnt in den Craggy-Bergen? Craggy-Bergen. Wie kann Sordid den Umsatz steigern? Das ist eine lange Geschichte. Anscheinend will er die ganze Welt mit Hilfe schwarzer Magie beherrschen. Egal, schließlich ziehen all die Helden wieder rostige Rüstungen an, um große Taten zu vollbringen. Sie alle betrachten sich als Retter der Welt. Tatsache ist aber, dass sie alle hier anhalten, um einen zu trinken. Ich habe alle Arten hier durchgehen sehen. Krieger, Zauberer, Priester, Mörder und nicht einer wurde wiedergesehen. So, ich persönlich verstehe nicht, was der Unsinn soll. Vielleicht ist er etwas machthungrig und so, aber wie ist das heute nicht? Der alte Kerl bleibt immer allein. Er kümmert uns nicht und wir kümmern ihn nicht, basta. Tja, das ist so spannend, da gähnt der Asi schon. Du redest verdammt viel, was? Ich bin Barmann. Die Schwachköpfe erwarten örtliches Getratsche und allgemeines Geschwätz von mir. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie gesagt, wir haben hier alle Arten. Ich habe Durst. Mach mir einen Wet Wizard. Ich habe Durst. Mach mir einen Wet Wizard. Einen Moment, bitte. Mach dir mir den jetzt echt. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo etwas Spatzensaft. Wo denn nur? Lieber nicht. Der Barkeeper könnte mich sehen. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Da müssen wir 100 pro irgendwas machen. Bestimmt. Wie wär's mit einem Warlock Surprise? Wie wär's mit einem Warlock Surprise? Einen Moment, bitte. Alter. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo ein wenig Fledermauskonzentrat. Benutze Streichhölzer. Mit dem Fässern mit die anderen? Das geht doch so nicht. Das ist eine Schachtel Streich. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Das tut Darf es sonst noch ekelst. Etwas sein, der Herr? Cool Red Witch. War schön, mit dir zu reden. Mach's gut. Bis dann. Gut, dann gehen wir jetzt mal, reden wir jetzt mal mit den Valkyren. Mit den... Das ist nicht mehr Doppel-G. Hallo. Was willst du denn, Junge? Wenn ich sage, dass ihr einen schönen Körper habt, würdet ihr dann sauer sein? Hast du irgendwas eingenommen, Kindchen? Raus hier. What the fuck? Hi, ich mache eine Umfrage für den wöchentlichen Krieger. Würdet ihr teilnehmen? Na gut.
Natürlich, darauf fallen wir natürlich rein. Was sind eure Masse? Wie versaut ist dieses Spiel bitte? Wisst ihr etwas über Sordid, den bösen Zauberer? Deshalb sind wir eigentlich hier. Wir sind aus den fernen nördlichen Steppen gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Durch die gefährliche Wüste Kring. Nur rastend, um den bösen Stamm Veggies des Erbarmungslosen zu besiegen. Über die Ebenen des Todes und die Schicksalsfelder. Wo wir die Stadt Tormir von den dunklen Horden von Kalisch befreiten. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, den Turm des Zauberers zu stürmen und die Welt zu retten. Wieder einmal. Ja, so sieht mein alltäglicher Tag auch aus. Ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. Schnelle Antwort finde ich cool. Was sind denn eure Maße? Was sind denn eure Maße? Ich habe 38, 22, 34. Was? Und ich habe 36, 24, 34. Ja! Wollt ihr nicht in irgendetwas Luftigeres schlüpfen? Halte doch bitte eine Minute deine Hormone im Zaum. Welche Hobbys habt ihr denn? Welche Hobbys habt ihr? Ich töte gerne und trinke viel. Und ich mag Handarbeit und dekoratives Sticken. Ich töte gern und trinke viel. Ja. Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Nun, rohe Gewalt hat uns noch nie im Stich gelassen. Aber wenn das passiert, soll uns angeblich der Druide helfen können. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Wird es euch im Winter nicht etwas kalt? Wir haben viel Bewegung. Wenn du verstehst, was wir meinen. Ohohoho. Was tragt ihr gewöhnlich im Bett? Rüstung. Hab ich mir gedacht. Wolltet ihr schon immer Barbaren sein? Mit 4 Jahren habe ich den ersten Kobold erlegt. Mit 7 haben wir die erste Stadt befreit. Oh. Also wie viele Heldentaten habt ihr denn schon vollbracht? Wir sind 2. in der ersten Liga der Barbarenjäger. Und immer noch in Führung im Wettbewerb um die Ork-Zerstückeltrophäe. Also ich kann meinen Namen rülpsen. Kann ich ihn in den Schnee pinkeln. Wo habt ihr denn eure Rüstungen her? Die Schmiede der Kampfzwerge in Northgate. Wir sind nie enttäuscht worden. Was habt ihr heute Morgen gefrühstückt? Koboldflocken mit Orkauge, einseitig gebraten. Okay. Sind eure Haare gefärbt? Für meines nehme ich Orkblut. Und ich nehme Trollhirne. Ja. Was sind eure Ziele im Leben? Gestern überlegten wir, ob wir die Orks vertreiben. Aber wir dachten, das ist zu einfach. Deshalb wollen wir heute Sordid töten. Ach so. Also ein guter Psychologe würde sagen, hoffnungsloser Fall. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt heiß. Sonst wird er zu Tode gesnusnut. So, wir haben ja noch diesen einen Deppen da. Ja, den Zwerg haben wir noch. Mit dem können wir auch mal reden. Wenn du den Schlafenden... Du weißt, Zwerge weckt man nicht. Kinder. Ich möchte ihn nicht wecken. Er weiß es. Siehst du? Warum weißt du das? Dann essen wir den Zwerg. Ich mag sie lieber gekocht. Ach so. Dann gehen wir mal in den Nebenraum, wenn das geht. So. Woher kommt dieses Spiel überhaupt? Dieser kleine Mann mit den seltsamen Augen hat es uns gegeben. Erinnerst du dich noch? Ich hoffe, dass wir nichts dafür bezahlt haben. Ein netter Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr begabt mit seinem Bock, oder nicht? Entschuldigung. Ja, Junge? Ich suche einige Zauberer. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Ich habe noch nie jemanden wie dich gesehen. Wir sind nur rechtschaffene Bauern, alles klar. Jo, das ist ein richtig
Ich bin genauso magisch wie eine meiner Bohnen, genau. Seid ihr sicher, dass ihr keine Zauberer seid? Ja, natürlich, mein Junge. Wir sind halt vom Land. Bärig und kernig. Ist jo. Es nicht so? Willst du etwa behaupten, dass wir Lügner sind? Ja. So ähnlich. Wie kommst du denn darauf, wir wären Zauberer, hä? Ihr habt so einen fürchterlichen Akzent. Kalypso hat mir erzählt, dass ich noch vier Zauberer mit Bauernverkleidung an der Schau halten soll. Okay. Das ist gut, mein Maus. Oh, ja! Mein Mauscursor sagt mir das, wenn ich auf euch klicke. Oh, gutes Argument. Verkleidung abnehmen, Jungs. Ganz nebenbei, über was wolltest du mit uns sprechen? Das hat geklappt, finde ich gut. Okay. Ich will ein Zauberer Ich will ein Zauberer sein. Du ein Zauberer? Was meint ihr denn? Mein guter Junge, du kannst nicht einfach so in die Zauberei einsteigen. Es benötigt Jahre des Studiums. Komm im nächsten Jahrhundert wieder, wenn du älter bist. Hogwarts oder was? So, und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte, ich wäre der Ostwind. Du bist eine Südwind. Hört mir einen Augenblick zu. Ja, Junge. Ich tue alles. Ich tue alles, um ein Zauberer zu werden. Alles? Alles. Nun, du könntest uns einen kleinen Gefallen tun. Du musst wissen, alle neuen Zauberer müssen der Gilde erst einen Dienst erweisen, bevor sie aufgenommen werden. Das heißt, ist Schuhe das nicht richtig, so, Genossen? Na super. Ja, das ist richtig. Absolut. Hä? Sagt mir was und ich tue es für euch. Es ist so, schau. Wir wären äußerst daran interessiert, einen bestimmten magischen Gegenstand zu erwerben. Ein Magnet. Ein magischer Stab, angeblich hier irgendwo versteckt. Und wir wollen, dass du ihn für uns findest. Wie sieht er denn aus? Wie sieht dieser Stab denn aus? Er ist ungefähr 1 Meter lang mit einer Kristallleuchte am Ende. Du meinst eine Kristallkugel? Okay. Und dann werde ich Zauberer, richtig? Wenn du den Stab findest, wirst du aufgenommen. Irgendwelche Ideen, wo er sein könnte? Soweit wir wissen, war der letzte Besitzer Naflin der Geisterbeschwörer. Was damit geschah, als er starb, weiß ich nicht. Listige Typen, diese Geisterbeschwörer, machen immer mit Flüssigkeiten und Innereien herum. Vielleicht wurde er damit begraben. Na lecker. Na super. Null Problemo. Wir freuen uns auf deine Wiederkehr. Moment. Ich frage mich, wo Kalypso sein. Hast du den Stab bekommen? Bisher noch nicht, aber ich bin nahe dran. Viel Glück auf deiner Suche. Also, wir können die letzte Gesprächsoption gar nicht mehr benutzen. Ich habe zwei Schaus, zwei Punks und einen Kong. Ne? Tropfe ein wenig von dem. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder raus. Auf in die Wildnis. Wie hieß der Kerl? Irgendwas, der. Nafran, der Geisterbeschwörer. Dabei ist zum betrunkenen Zwerg. Echt? Ja. Aha. Oh, da ist der Schmied wieder. Hey Schumi! Mach mir mal ein Hufeisen! Dann gehen wir nochmal hier lang und benutzen den anderen Weg. Hier. Knusper, lecker. Was haben wir denn da? Eine Leiter? Können wir die mitnehmen? Gucken gerade. Nimm Leiter. In seinem Hut ist viel Platz. Dann nehmen wir auch nochmal das Wagenrad mit. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja. Aber die Leiter geht. Die ist nur lang, nicht groß. Dann essen wir das Wagenrad. Das verbietet mir mein Diätplan. Können wir das bewegen? Nein. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum? Weil er dumm ist. Ja. Was ist das denn für Kräuterladen? Es scheint ein Haus des Druiden zu sein. Ein Erkältungssaft. Oh, den können wir doch mitnehmen. Nimm Erkältungssaft.
was haben wir da noch? Kommt erstmal ins Haus rein und fängt an zu klauen. Ja klar. Mach ich doch auch. Ich meine, ich habe beinahe deine ganze Time-Tüte aufgegessen. Echtkopf. Nimm den Echtkopf. Oh Gott. Ich meine, das war schon bei Monkey Island schlimm, das aber jetzt... Das ist eine Nummer zu groß für mich. Gut, esse den Echtkopf. Das verbietet mir mein Diätplan. Mann, oh. Was ist das denn? Spezienglas? Ich sag mal, groß auf die Dummheit. Nimm Spezienglas. Oh, wir haben ein Glas. Spezienglas. Was ist denn ein Spezienglas? Das ist ein Glas. Keine Ahnung, schau an. Das ist ein Sammelglas für wirbellose Spezies. Kann man eine Qualle reintun? Es ist ein Glas. Jedes verfickte andere Glas ist ein Einwegglas. Ein super starker Elefantenhustensaft. Den wir auch noch gebrauchen werden. Verdächtige Kräuter. Ich kann mich nämlich wieder daran erinnern, was wir mit dem Erkältungssaft machen müssen. Ich werde aber nichts verraten. Schau an, verdächtige Kräuter. Kannst du nicht. Die sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Nimm verdächtige Kräuter. Ich komm nicht dran. Mann, wir haben eine Leiter. Es geht hoch oder runter. Benutze Leiter mit verdächtigen Kräutern. Das geht doch so nicht. Na gut. Baum? Warum geht das nicht? Wieso willst du Hanfpflanzen mitnehmen? Können wir die nicht mitnehmen? Nein! Oh, ich will! Was ist denn hier noch? Hier ist nichts weiter? Nee. Na toll. Im Moment.